Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial über FreeCAD. Dieses Mal werden wir einen Spielwürfel erstellen, so wie er hier auf dem Bildschirm zu sehen ist. Es ist ein ganz normaler Spielwürfel, ähnlich wie man ihn von Brettgesellschaftsspielen her kennt. Sowas wie Alma, Mensch ärgere dich nicht, Monopoly oder wie sie alle heißen. Wir werden dazu die Part Workbench brauchen und die Part Design Workbench. Wir werden uns damit auseinandersetzen, was in der Part Design Workbench der Konstruktionsmodus ist, wofür man den brauchen kann. Und wir werden zusätzlich noch das Modell ein bisschen anders einfärben, damit es nicht mehr ganz so langweilig aussieht. Die eingesetzte FreeCAD-Version ist die Version 0.14 3310 auf einem Windows 7 64-Bit-System. Noch kurz etwas zum Aufbau des Würfels. Wie man sieht, in dieser Baumansicht hier habe ich den Würfel aus einem Würfel selbst in einer Kugel mittels einer booleschen Operation erzeugt. Und dann werden die einzelnen Augen mittels der Taschenfunktion hergestellt und zum Schluss dann die entsprechenden Farben zugewiesen. So wird der Ablauf der Übung sein. Beginnen wir nun mit der eigentlichen Übung. Dazu schließe ich die Datei, erstelle wieder eine neue Datei und wechsle als erstes in die Part Workbench. Ich lasse mir einen Würfel einfügen. Dieser Würfel hat, wie wir hier sehen, die Standardabmessung 10 x 10 x 10 mm bekommen und ist wieder, wie bereits aus dem zweiten Tutorial bekannt, am Ursprung eingefügt worden. Allerdings ist der Ursprung wieder nicht mittig im Würfel, wie ich ihn gern haben würde. Auch in dieser Übung würde ich das gerne so machen. Und man sieht das Ganze wieder, wenn wir in den Drahtgittermodus wechseln und sagen Ansicht, Achskreuz einblenden, sehen wir, wo hier der Nullpunkt sitzt. Also werden wir als erstes umstellen und dem Würfel die richtigen Dimensionen mitgeben, in diesem Fall 36 mm Kantenlänge in jeder Dimension. Jawohl. Dann werden wir über Placement inkrementell den Würfel verschieben, und zwar um minus 18, minus 18 und minus 18 anwenden. Jawohl. Wir wechseln auf die axonometrische Ansicht, sagen Einpassen und der Mittelpunkt liegt hier schön in der Mitte des Würfels. Er hat die richtigen Dimensionen. Und nun können wir als nächstes wieder die Ansicht zurückstellen und wir können eine Kugel uns einblenden lassen. Noch kurz zur Überprüfung. Die Kugel hat jetzt natürlich auch wieder Standarddimensionen bekommen und ist allerdings mittig eingefügt worden. Wenn ich jetzt hier die Abmessung der Kugel überprüfe, dann hat die einen Radius von 5 mm bekommen. Das ist mir zu wenig. Ich erhöhe auf 50 mm. Halt, das war ein Fehler von mir. Ich brauche 25 mm. Radius, 50 mm Durchmesser. Wenn ich jetzt hier wieder zurückwechseln mit der Ansicht, sehen wir schon, wie diese Figur momentan aussieht. Jetzt markiere ich den Würfel und die Kugel und wähle bei den booleschen Operationen hier die Überschneidung aus. Also es bleibt das Material stehen, was den beiden ausgewählten Körpern gemeinsam ist. Und so sieht dann das Ganze aus. Als nächstes wollen wir nun die Augen des Würfels der Reihe nach konstruieren. Zuerst wählen wir also die Fläche, auf der die 6 Augen liegen sollen. Die 6 Augen sollen auf dieser oberen Fläche liegen, also wähle ich diese Fläche aus und werde nun eine Skizze darauf erzeugen. Ich werde also jetzt ein Rechteck hier erstellen. Automatisch wurden die Waagrecht- und die Senkrechtbeziehungen mitgegeben. Und ich kann jetzt noch zusätzlich eine Symmetriebeziehung setzen, damit der
Mittelpunkt des Quadrates, das ich nachher brauchen werde, auch wirklich in der Mitte des Quadrates liegt. Ich kann jetzt noch bei diesen Punkten zu dieser Linie eine Symmetriebeziehung setzen. Und da ich, wie gesagt, ein Quadrat benötige, kann ich noch diese beiden Seiten gleichsetzen. Ich sehe, die Skizze hat noch einen einzigen Freiheitsgrad, also in dem Moment, in dem ich eine Linie wähle und sage, sie soll eine Länge haben von 16 mm, ist die Skizze vollständig eingeschränkt. Jetzt wähle ich diese vier Linien an und schalte den Konstruktionsmodus um. Dadurch werden diese Linien blau, sie wechseln die Farbe. Was hat es mit diesem Konstruktionsmodus auf sich? Ich mache aus Linien, die ich normalerweise für entsprechende Operationen verwenden würde, also für eine Tasche oder Aufpolsterung oder was auch immer, mache ich Konstruktionslinien oder man könnte vielleicht auch sagen Hilfslinien. Diese Linien werden mir nachher die Positionierung der einzelnen Skizzenelemente erleichtern. Ich werde jetzt also im nächsten Schritt die sechs Augen des Würfels zeichnen und werde dann vier Augen auf den Eckpunkten dieses Quadrates platzieren können und zwei Augen auf dem jeweiligen Schnittpunkt von dieser Gerade und dieser Gerade, beziehungsweise hier dieser Gerade und dieser Gerade. Also, ich werde jetzt der Reihe nach sechs Kreise einzeichnen. Und dann als nächstes die einzelnen Constraints vergeben. Also, wir haben gesagt, wir möchten das hier auf den Mittelpunkt setzen. Das funktioniert, weil ich immer einen Punkt und einen Punkt miteinander verheirate oder identisch mache. Jetzt müsste ich eine Möglichkeit haben zu sagen, dieser Punkt soll auf dem Schnittpunkt dieser beiden Linien sein. Oder dieser Punkt soll auf dem Mittelpunkt dieser Linie sein. Wenn wir der Reihe nach die Constraints hier durchschauen, werden wir hier nichts in dieser Richtung finden. Aber wir können uns trotzdem behelfen, indem wir sagen, dieser Punkt und diese Linie sollen miteinander hier eine Beschränkung erfahren, nämlich der Punkt soll Element dieser Linie sein. Und wenn ich jetzt noch sage, dieser Punkt soll auch Element dieser Linie sein, habe ich ihn somit auf den Schnittpunkt fixiert. Das gleiche mache ich noch mit diesem Auge. Und ich sage hier nochmal dasselbe. Und jetzt bin ich in der Lage zu sagen, ich wähle alle sechs Kreise an und mache hier eine Gleichheitsbeschränkung für alle sechs auf einen Schlag. Die Skizze hat noch einen Freiheitsgrad, was ja auch logisch ist. Ich habe den Radius des Kreises noch nicht definiert. Also definiere ich jetzt den Radius des Kreises noch und sage, der Radius des Kreises soll 3 mm betragen. Damit haben wir eine vollständig eingeschränkte Skizze, wenn ich diese Skizze jetzt schließe und sicherstelle, dass sie markiert ist und die Taschenfunktion anwende und sage, ich brauche eine Tasche von 0,1 mm Tiefe, dass wir eine kleine abgesetzte Fläche erhalten, haben wir hiermit die sechs Augen auf dieser Fläche hergestellt. Als nächstes möchten wir nun die Fläche mit den fünf Augen entsprechend bearbeiten. Die fünf Augen sollen hier auf dieser Fläche liegen.
Also wähle ich die Fläche aus, sage Skizze bearbeiten und ich kreiere auch hier wieder mein berühmtes Rechteck, dem ich die Symmetriebeziehung mitgebe. Bearbeiten rückgängig. Da hat er etwas nicht richtig markiert. Dann geben wir hier, na, du, du und hier die Symmetriebeziehung mit. Sagen wieder, diese beiden Linien sollen gleich sein. Geben dieser Linie gleich wieder eine Bemaßung von 16 mm mit. Die Skizze ist wieder vollständig eingeschränkt. Ich wähle sämtliche 4 Linien aus, schalte den Konstruktionsmodus um und werde jetzt 5 Kreise aufziehen. Einer. Jawohl. Und jetzt setze ich auch hier wieder die Mittelpunkte entsprechend identisch mit diesen Eckpunkten des Rechteckes. Und zum Schluss setze ich noch den hier auf die Mitte. Dann haben wir noch 5 Freiheitsgrade übrig. Deswegen markieren wir alle 5 Kreise, sagen, alle sollen gleich groß sein und schon haben wir nur noch einen Freiheitsgrad übrig. Dazu wählen wir wieder diesen Kreis aus, verpassen dem einen Radius von 3 mm, sagen schließen, vergewissern uns, dass der Sketch markiert ist, sagen eine Taschenfunktion von 0,1 mm Tiefe und haben somit unsere 5 Augenfläche erfolgreich hergestellt. Als nächstes werden wir nun die Fläche mit den 4 Augen entsprechend bearbeiten. Und zwar werden wir sie genauso bearbeiten wie die 6 und die 5 Augenfläche. Also ich wähle zuerst diese vordere Fläche hier aus, sage ich setze eine Skizze. Ich werde dann ein Rechteck aufziehen. Diesem Rechteck gebe ich die bekannten Symmetriebedingungen. Mit. Dann werde ich sagen, diese beiden Seiten sollen identisch sein. Dann gebe ich dieser Seite noch eine Länge von 16 mm mit. Dann werde ich den Konstruktionsmodus der 4 Linien umschalten. Dann setzen wir der Reihe nach 4 Kreise. Die wir dann auf die Eckpunkte identisch setzen. So, dann werden wir noch die 4 Kreise gleich groß machen. Und dann geben wir noch einem der 4 Kreise einen Radius von 3 mm mit. Und wir haben eine vollständig eingeschränkte Skizze. Wir wenden die Taschenfunktion an mit einer Tiefe von 0,1 mm und haben somit auch die 4 Augen erfolgreich hergestellt. Die Augensumme auf gegenüberliegenden Flächen ist ja immer 7 bei einem Würfel. Also liegt hier gegenüber die Fläche mit den 3 Augen, die ich auswähle. Und dann sage ich wieder eine Skizze. In bewährter Manier ziehen wir wieder unser Rechteck auf, vergeben ihm die Symmetriebeziehung, wie wir es bereits gewohnt sind. Dann sagen wir wieder, diese beiden Linien sollen gleich sein. Dann gebe ich dieser Linie wieder
ein Maß von 16 mm mit. Dann wähle ich die vier Linien aus und schalte den Konstruktionsmodus um. Dann werde ich als nächstes drei Kreise in die Skizze setzen und dann werde ich diese Mittelpunkte von den Kreisen an die jeweiligen Positionen mittels Constraint verknüpfen. Dann werden wir im nächsten Schritt noch die drei Kreise gleich groß machen und wir werden einem der Kreise einen Radius von 3 mm mitgeben. Und schon ist auch die Dreiaugenfläche, nachdem ich die Taschenfunktion angewendet habe, wieder mit der Tiefe 0,1 mm erstellt. Die Zweiaugenfläche liegt logischerweise der Fünfaugenfläche gegenüber. Wir stellen auch hier eine Skizze und sagen wie üblich unser Rechteck. Wir vergeben auch hier wieder unsere Symmetriebeschränkung, dann noch eine zweite Symmetriebeschränkung. Wir machen diese beiden Linien wieder gleich. Wir geben dieser Linie wieder ein Maß von 16 mm mit und wir wählen diese vier Linien aus und schalten den Konstruktionsmodus um. Danach werden wir zwei Augen einzeichnen. Wir machen dann hier den Mittelpunkt und den Eckpunkt des Rechteckes identisch. Dann werden wir noch die beiden Augen gleich groß machen und wir werden noch unseren Radius von 3 mm für den einen Kreis mitgeben und schon haben wir wieder eine vollständig eingeschränkte Skizze. Wir wenden noch unsere Taschenfunktion an, sagen eine Tiefe von 0,1 mm und dann bleibt nur noch die letzte Fläche übrig, auf die wir eine Skizze setzen. In dem Fall ein einzelner Kreis, Mittelpunkt der Skizze, mache identisch. Dann geben wir hier noch einen Radius mit von 3 mm. Das war's. Ich wende die Taschenfunktion mit einer Tiefe von 0,1 mm an und habe meinen Würfel fertig. Ich könnte jetzt noch, wenn ich etwas länger auf den entsprechend aktivierten durch Doppelklick könnte ich das entsprechende Feature aktivieren und könnte durch einen längeren Doppelklick beziehungsweise nein, das war rechte Maustaste und umbenennen, könnte ich anstatt Pocket hier einen entsprechenden Namen vergeben und sagen, das waren jetzt die 6-Augenfläche oder die 5-Augenfläche oder was auch immer. Ich kann hier dann wieder die entsprechenden einzelnen Schritte ein- und ausblenden und habe, wie gesagt, jetzt meinen Würfel soweit fertig. Nun wollten wir uns noch in einem letzten Schritt um die Farben kümmern. Dazu aktiviere ich hier per Linksklick den Körper und sage dann per Rechtsklick, wähle ich Auslegen Sie Farben fest. Jetzt kann man entweder einzelne Oberflächen anklicken und dann die entsprechende Farbe festlegen oder ich kann sagen, ich möchte eine Box Selection machen, also quasi ein Auswahlfenster rüberziehen. Ich klicke, halte die Maustaste gedrückt, ziehe ein Fenster rüber, lasse die Maustaste los, er erkennt automatisch jede Menge Oberflächen. Und wenn ich jetzt auf die Farbe klicke, kann ich hier auswählen, welche Farbe ich gerne hätte. Zum Beispiel hier ein etwas leicht dunkleres Grün, man könnte aber auch beliebig andere Farben in der Palette auswählen. Ich sage OK. Und habe also im Prinzip
wenn ich jetzt sagen würde, Bearbeitung beenden, diesen Würfel hier schön in einem Grün gefärbt. Wenn ich jetzt wieder den Körper aktiviere, durch Linksklick und dann per Rechtsklick sage, legen Sie Farben fest. Jetzt will er wieder Oberflächen haben. Also kann ich sagen, ich wähle die Oberfläche 35 aus, diese Oberfläche, diese, und klicke der Reihe nach, in meinem Fall bei gedrückter Steuerung-Taste, die einzelnen Oberflächen ab. Und dann kann ich sagen, diese möchte ich weiß machen. Und sage OK. Dann sage ich auch hier OK. Per Rechtsklick kann ich dann sagen, legen Sie Farben fest für die anderen Oberflächen. Wie man sieht, hat er jetzt hier diese 6 Augen bereits in weiß eingefärbt, so wie ich das haben wollte. Jetzt wähle ich hier diese 5 Augen, am besten noch gleich die 4 Augen hier auf dieser Seite mit und stelle die auch noch auf weiß um. Sage OK. Dann kann ich ebenso noch sagen, legen Sie Farben fest. Ich klicke hier diese Flächen ab, setze die auch noch auf weiß, sage OK. Und dann steuere ich noch auf die untere Fläche zu. Und sage, diese hätte ich auch gern in weiß. Und wenn ich jetzt auf die entsprechende Ansicht gehe, auf die isometrische, beziehungsweise per Tooltip sagt er ja axiometrische Ansicht, haben wir hier unseren schön eingefärbten Würfel. Das war's, wir sind am Ende des Videotutorials angekommen. Ich hoffe, ich konnte ein paar Dinge zeigen und würde mich freuen, wenn das Video entsprechend kommentiert werden würde. Und vielleicht sehen wir uns ja in einem weiteren Tutorial wieder. Viel Spaß noch mit FreeCAD. Auf Wiedersehen.